Hallihallo, Tag 21 und ich fange auch direkt an. Da schauen wir mal, was sich hinter der 21 verbirgt heute. Wir haben es schon relativ spät. Ich filme jetzt mit Licht, mit Kameralicht, das mag ich gar nicht. Wir haben es 10:30 abends. Aber jetzt vor Heiligabend ist es irrsinnig stressig und irgendwie muss man da gucken und die Zeit finden. Hier haben wir dieses süße Washi-Sample von der lieben Lisa. Gefällt mir sehr gut mit den Herzen und mit den Schleifchen. Die sind ja mal echt niedlich. Die ganzen Washi-Samples von ihr waren echt toll bis jetzt. Und das wird auch so weitergehen. Also wirklich niedlich, wie ihr sehen könnt. Finde ich schön mit der Schleife und mit dem Herz, mit den Herzchen. Gefällt mir gut, zumal ich auch ja, so Sticker habe mit Schleifen und so. Und hier kommen wir zu der 21 von der lieben Bianca. Ja, auch da werde ich wieder in der Mitte drauf losreißen. Vielleicht klappt es aber auch mal so. Leider nicht. So gar nicht. Dieses Tesa ist echt toll. So, jetzt aber. Oh, da bin ich aber mal gespannt. Ah, okay. Ich glaube, so in etwa zu wissen. Ui. Ui, ui, ui. Ha, ich zeig's euch nicht. Haha, doch. So. Oh, jetzt haben wir es aber. Tada! Ist ja mal richtig niedlich. Das sind Holztags, die man sich überall ranbaumeln kann, wo man sie sieht und mit Kreide draufschreiben kann. Gefällt mir richtig gut. Also finde ich richtig gut. Da kann man nämlich, ja, also ich in meinem Fall weiß schon, wo ich da was ranmache. Auf jeden Fall an meinen PC-Platz, weil da bin ich oft, wenn ich dran sitze und kann dann lesen, was so Phase ist, was erledigt werden muss und so weiter und so fort. Man hat zwar auch Planer noch und nöcher, aber das Ding ist, man guckt gar nicht jeden Tag rein. Das ist ja immer so der Knüller bei so Planern. Und deswegen mache ich das ganz oft, dass ich halt mit einem Sticky Note irgendwie, dass ich was draufschreibe und an meinen Monitor klatsche, weil so irgendwie sehe ich das da einfach besser, ist effektiver als irgendwo im Planer. Das ist tatsächlich so, in meinem Fall zumindest. Gefällt mir gut. Ich mache es gerade mal auf, obwohl, nee, das möchte ich jetzt gar nicht. Ich möchte noch ein Foto machen. Ich wollte es gerade so, wollte gerade drauf losreißen. Aber ich möchte immer noch ein Foto machen für Instagram. Da möchte ich es ganz gerne noch zu haben. Aber ihr seht, das sind wirklich einige Holztags. Also es sind einige da drin. Ah, da steht es ja sogar. 10 Stück. Kreidetafelanhänger aus Holz mit Kreide und Kordel. Sehr süß, gefällt mir. Ich weiß gar nicht, ob die aus dem Action sind. Aber ich glaube eigentlich diesmal nicht. Steht jetzt auch nichts drauf. Ist ja auch wurscht, ich komme zum Schluss. Das Video geht viel zu lang für ein Auspackvideo. Und ja, vielen Dank, ihr beiden. Ich freue mich total. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.